Und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Und ihr seht schon, ja, ich mache jetzt doch erst noch hier das Ding fertig. Und dann nächstes Mal. Die ganze Woche haben wir noch Zeit zum Looten gehen. Aber das Ding muss fertig werden. Das muss noch fertig werden. So, zack, zack, zack. Jetzt haben wir alles, ne? Es ist gar nichts passiert. Es ist überhaupt nie... Oh, doch, da oben ist was passiert. Da ist nur ein Rahmen runtergefallen. Ich wüsste nicht, dass hier irgendetwas eingestürzt ist, oder? Nee, ja. Ist passiert. Leider auch mir passiert sowas. Weil ich tue halt absolut, ne? Ich gucke halt nicht. So, das bedeutet, wir müssen jetzt hier nochmal die zweite Rampe einfügen. So, die war komplett kaputt. Und hier müssen wir nämlich auch hier hin und hier hin alles wieder mit Rampen zu machen. Quatsch, nicht hier, sondern hier. Also kein Wunder, dass das zusammengekracht ist. Die Dinger, die fliegen ja alle. Ne, habe ich das da drin nicht auch aufgewehrt? Ich habe keine Ahnung mehr. So, was ich halt am meisten habe, ist keine Ahnung. So, das wäre erledigt. Dann würde ich sagen, erstmal hier aufwerten. Wie gesagt, das ist dann auf jeden Fall eine stützende Säule. Und jetzt ist nur hier die Frage. Ich glaube, ich muss zwei hoch. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3. Ich glaube, das ist in Ordnung. Gib mir mal das da. Dann gehen wir hier mal komplett nach oben. Weil hier hinten muss es dann wieder nach in die Richtung gehen. So. Genau, so. Nee, doch, doch, doch. So muss das sein. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Und ich glaube, ich darf... Ups, nicht... Warte, warte, ich muss hier hoch. Ah, was mache ich denn? Doofer Parkour manchmal. Ich mache jetzt hier einfach mal komplett hoch. Und hier mache ich jetzt auch einmal komplett hoch. So. Dann haben wir hier, jetzt muss ich gerade gucken. Einmal hier hin. So. Einmal, zweimal. Das bedeutet hier. Jetzt lass mich überlegen. Hier wäre. Einer nach draußen. Oder sind die alle so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir lassen es mal so. Ja, wir lassen es mal so. Und auch da dazwischen muss ich quasi alles jetzt vollfüllen mit den Rahmen, damit es dann auch hält. Nicht, dass es dann gleich wieder einstürzt. So, einmal hier, so weit wie ich wenigstens hochkomme. Und dann machen wir das einfach hier so. Dann würde ich sagen, ich fülle das Ding gerade mal schnell auf mit Rahmen.
So, der letzte Rest ist fertig. Dann ist dieses Ding nämlich komplett ausgefüllt mit Beton und da muss das Ganze nämlich auch besser halten. Ich hoffe es zumindest, aber ich denke schon. Also dann können wir nämlich die Dinger jetzt noch aufwerten, hier die Rampen. Dann können wir hier jetzt auch nochmal, warte mal, das war hier eine Rampe. Dann gib mir mal Normalansicht und die dann sofort aufwerten. Und dann bauen wir hier zweimal, einmal und zweimal die Rampe umgedreht. Tada! So muss das sein. Und dann können wir, ich muss glaube die Fahne wegmachen. Jetzt habe ich hier einfach nur so aus dem Augenwinkel oben was Rotes gesehen. Und ich dachte irgendwie, ich muss heute machen. So, das können wir erstmal wegnehmen. Ah, wunderschön. Kein Hordentakt mehr heute. Dieses Rot, das irritiert halt dann, ne? Weil man das so aus dem Augenwinkel sieht. Und dachte dann erst, das ist einfach eine rote Zahl. Wobei das nur eine klitzekleine Fahne ist, aber irgendwie war das jetzt komisch. So, hier werten wir jetzt auch mal alles auf. Und dann müssten wir nämlich wieder genauso weit sein wie letztes Mal, nur besser. So, hier. Zack, zack, zack. Jawohl. Die dann aufwerten und da dahinter müsste ich aber dann mit der Rampe anfangen. Aber ich glaube, das soll man das jetzt schon probieren. Und dann von unten gucken. Das könnte man machen. Warte mal. Hier Rampe dran. Dann brauche ich aber zweimal eine Rampe. Und dann hängt das auch wieder, ne? Eieieiei, das ist alles nicht so einfach hier. So, dann müssen wir hier auf jeden Fall zumachen. Beziehungsweise ich muss erst aufwerten. Sonst komme ich nicht mehr dran und dann wird es schwer. So, dann komplett hier hin. Damit der ein bisschen mehr Unterstützung bekommt, eben auch hier. So, was habe ich da gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Wie ich den da hingesetzt bekommen habe. Nee, bin ich da? Nee, da bin ich nicht hochgeklettert. Ich habe keine Ahnung. So, hier hin, aufwerten. Und dann gucken wir nochmal wegen der zwei Ausläufen. Diese irgendwelche schönen Dinge ja dann eingekracht sind. Ich hoffe, die halten jetzt mit hier mit mehr Support, halten die besser. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal gebaut. Aber diesmal will es halt nicht so halten wie ich, weil ich es ja komplett anders baue wie eben damals. Das ist immer, ne, so eine Sache. So, dann kommt hier jetzt hin und dann müssen wir von hier aus nach draußen arbeiten. Okay, kriegen wir hin. Dann würde ich sagen, wir hüpfen mal kurz runter. So sieht das doch richtig gut aus. Jawohl. So muss das sein. Jetzt müssen wir hier vorne arbeiten. Was nehmen wir denn? Wir nehmen den da. Ich stehe wieder im Weg. Ich weiß es jetzt schon. Egal, wo ich mein Türmchen hinbaue, ich stehe sowieso im Weg. Wir müssen hoch. Hoch. Komm, Mädchen. Setz den Klotzen. Und ich bin zu weit weg. Zu hoch und zu weit weg. So, ein bisschen dran bauen. Nein, nicht runterfallen. So, okay, perfekt. Wir hatten hier eine Rampe. Seitlich, ne? Genau. Nein, stimmt gar nicht. Wir hatten erst einen solchen und dann einen solchen. Hüpf mal kurz hier rüber, Mädchen. Dann können wir hier das da ausbauen. Vorsichtig natürlich. Hierher. Das da ausbauen komplett. Oh Mann, oh, weg damit. Einen und auch die Rampe hin. So, komm, gib mir, was ich haben will. Dankeschön. Dann werten wir das aber jetzt direkt auf. Dann hat das gleich eine Support-Tier hoffentlich, denke ich. So, und unter uns sind aber die Rampen, deswegen kann ich da keine Platte oder so als Verstärkung hinbauen. Das ist mein Problem. So, dann haben wir hier den da. Und noch einen. Die bauen wir jetzt auch hier hin. Und diesmal bitte nicht einkrachen. So, aufwerten. Und dann kommt wieder Rampe. Wir müssen vorne hin jetzt noch ein bisschen schmaler werden.
So. Dann. Rampe. Perfekt. Dann zwei. Dreimal das hier und einmal das hier. Perfekt. Das hat ja schon mal funktioniert. Gut. Den lassen wir gerade mal den Turm. Ich könnte die wegnehmen. Den Turm lassen wir mal stehen. Auffüllen bitte. So, wir bauen jetzt auf jeden Fall einmal, zweimal dazwischen. Das bedeutet, wir machen jetzt hier einmal komplett dazwischen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Nicht hier. Nee, nicht hier. Sondern hier. Hier, ne? So, ich habe ja einen eckigen und eine Dings hingesetzt. Ich sehe nämlich jetzt gerade nicht, wo mein Ding ist, aber ich glaube, wir müssen hier so arbeiten. War das vielleicht auch mein Fehler damals? Nee. Also bis jetzt damals, gestern war das. Damals, vor langer Zeit, das war gestern. Und hier, ne, man sieht so schön die Runen, das ist so schön. Mit dem Baum, da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Eieieiei. Kriegen wir alles hin, Leute, kriegen wir alles hin. So, einmal hier alles aufwerten. Dann brauchen wir noch eine Schicht. Und dann noch eine Schicht. Eieiei. So viel Arbeit immer noch. Und ich glaube, diesmal muss es halten. Einfach, es muss. Sonst wäre ich ganz, ganz arg traurig. So, und ich bin jetzt schon wieder versucht, einfach nur schnell die Ausläufe fertig zu bauen. Einfach weil ich Erfolg sehen möchte oder Fortschritt. Und dann stützt mir aber wieder alles ein. Das wäre dann natürlich nicht so toll. So, zack, zack, zack. Und dann quasi bräuchte ich aber noch mal eins. Deswegen, ich mach das mal schnell. So, perfekt. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen, ne? Hält es dieses Mal? Wir werden es sehen. Warte, der da kommt hier hin. Und der da hier hin. Einmal komplett aufwerten dann gleich. Das werte ich jetzt erstmal auf. Hüpf mal nach oben, Mädchen, dann tun wir uns leichter. Erstmal komplett aufwerten. Ne, feuchte Beton hält zwar nicht so viel wie trockener Beton, aber so lange kann und will ich gar nicht warten. So, dann brauchen wir hier zwei. Warte, können wir das nicht auch von oben machen? Nee, warte, hier runter. Genau, zwei und dann wird es nämlich nochmal schmäler. Ne? So, nein, nicht da drauf, nicht da drauf, nicht da drauf. Einmal kurz gleich aufwerten. Und dann gucken wir, dass wir die Rampe dran bekommen. Na, aufwerten. Dann gib mir mal kopieren. Kopieren hierhin. Jawohl. Und bis jetzt hält es noch, Leute. Toi, 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 ne? Toi, toi, toi. Gib mir mal die Ansicht. Perfekt. So, und... Tada! Ah, nee, warte mal. Ja, noch eine Schicht brauchen wir, ne? Wir brauchen ja noch eine Schicht. Und danach ist es erst eingestürzt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Okay, dann aber wieder von vorne. Weil... nee, von ganz hinten. Damit das Ding auch halt hat. Ah, ja, da war ja was. Wir hatten ja zwei. Und dann ist es eingestürzt, genau. Und ich will... Nee, eins reicht nicht, weil sonst ist... ich meine, es ist wohl klar, was es wird mittlerweile, oder? Dass das da ein Maul werden soll, ist ja wohl klar mittlerweile. Und ja. Ich hoffe, das stürzt nicht ein. Und das muss halt ein bisschen mächtiger aussehen als normal, weil sonst ist es zu klein. Wie ich da am Anfang mit diesen halben Blöcken arbeiten wollte...
Das wäre gar nicht gegangen. Nee, überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich das alte Bild rausgesucht habe. Das hilft mir dann doch ein ganzes Stück weiter. So, das haben wir gleich hier auch fertig. Und jetzt, wie gesagt, von hier hinten, das sind ja dann, ich glaube, drei oder vier Säulen, die totalen Support geben. Und die weiter, ne, je mehr hier sind, umso mehr Support gibt es auch nach draußen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, so hat es bis jetzt immer funktioniert. Oder ich meine auch hier mit meinen Zwischendecken in den Hallen. Die helfen halt auch ungemein, dass die Decke besser hält und alles. So, gib mir mal ein Kopieren hier rein. Hier rein, bitte nicht einkrachen, bitte nicht einkrachen. Hier rein und aufwerten. Und so. Aber warte mal, ich sehe aber gerade was. Ich muss da noch was ändern. Und zwar der da und der da müssen raus. Perfekt. Und da kommen jetzt, habe ich Red Concrete. Ja, ich habe sogar die richtigen direkt dabei. Ich würde sagen, wir hauen die hier hin. Gib mir mal die gesamte da rein. So. Und hier rein. Perfekt. Dann gib mir doch mal Platten. Gib mir normal oder... Ah, so ist noch besser. Perfekt. Dann hier drauf und hier drauf. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es passt schon. So, wo war jetzt? Warte mal, wir hatten Rampe, ein Viereck. Dann müsste hier jetzt Rampe kommen. Rampe, frei, Rampe, frei, Rampe. Jawohl. Dann sind wir ja hier jetzt aber auf dem richtigen, auf der, ne, hier sind die festen Säulen. Dann kann ich, ne, da war kein Viech, okay. Das hier schon mal zumachen. Dann, ne, warte mal, ich glaube hier hinten ist schon gar nicht mehr. Ich glaube da hinten ist schon gar nicht mehr. Jetzt gerade mal überlegen. Hierchen. Dann... Jetzt bin ich im Überlegen. Warte mal. Ich brauche da ja brennende Fässer rein. Ich glaube... Das reicht aber, wenn wir das so machen, oder? Oder ob ich ein zweiter hintergehe? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage schlechthin. Ich weiß nur, mache ich hier auf jeden Fall nochmal das da. Da kommt dann Ecke drauf. Das bedeutet zu. Erstmal aufwerten, ne? Erstmal sollte ich aber aufwerten, sonst komme ich da gleich nicht mehr ran. So, bitte mich hier. Reicht mir das so oder muss ich nur einen Ticken weiter nach hinten gehen? Ich bin mir jetzt gerade nicht. Ich glaube, wir können das so lassen. Ich bin halt jetzt da, ne, von den Augen her, bin ich gerade so ein bisschen. Wie weit muss ich nach hinten gehen? Aber ich glaube, das ist so in Ordnung. Genau, gut. Dann haben wir gesagt, das. Dann brauche ich nicht. Ich muss ein zweiter hintergehen. Ich glaube, das passt doch nicht. Qual der Wahl immer, ne? Grausam. Aber ich glaube, wir müssen eins hinter, weil sonst steht die Pupille ja quasi aus. Also, ne, vorne, das sieht nicht gut aus. Nee, ich glaube, so ist besser. Und wenn wir jetzt hier das brennende Fass reintun, dann ist es drinnen. Würde ich das brennende Fass aber hier reintun, dann steht nämlich diese Pupille über. Und das sieht nicht schön aus. So meine ich das. So, dann brauchen wir hier die Rampen. Und genau, die verdecken jetzt quasi das Auge. Und hier natürlich auch. Dann brauche ich hier Klotzen rein. Da kommt das Fass rein. Und die da rein. So, nach hinten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wie weit ich hintergehen möchte oder muss. Weil da muss ich auch wieder zurückkommen. Das ist so mein Problem gerade. So, hier hin. Dann kommen hier ein ganze Ecken rein. Wo sind sie? Hier, die da?
Das da ist richtig? Ja, ist richtig. Und auf die Seite. Und jetzt ist halt die Frage. Also die zwei auf jeden Fall. Ich glaube, das reicht aber dann auch schon. Das wären dann zwei hier oben in der Mitte. Das ist ja noch alles hier. Hier wird ja noch richtig gestützt. Da kommen dann die Rampen rein und hier dann wieder die Ecken rein. So, und das wäre dann Rampe zurück. Ich glaube, das wäre in Ordnung. Das bedeutet, wir müssen das hier zumachen. Wir gucken dann gleich mal von unten, damit ihr vielleicht eine Ahnung habt, was für ein komisches Ding wir hier bauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Rampe, Rampe rein. Rampe, 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 Rampe. Und dann kommt nämlich hier auch die Rampe wieder zurück. So. Genau, dann müsste es jetzt passen. Sag bloß, ich hab's irgendwie doch richtig hinbekommen. Gibt's ja gar nicht. Aber gleich sehen wir das, wenn wir von unten drauf gucken, ob es wirklich richtig ist oder ob ich jetzt schon wieder komplett falsch bin hier. Ich brauche immer so diese Sichtweite von weiter weg von unten oder von weiter weg, um das genauer sagen zu können. Okay, das sind auf jeden Fall, das wären wunderschöne Augen. Hoffe ich zumindest. Ja, okay, dann, wo war jetzt hier mein Holz? Da ist mein Holz. Dann gehen wir mal hier nach unten. Und jetzt wird einmal geguckt. So, ja, das sieht schon mal gut aus. Einmal kurz von der Seite gucken. Oh, sag bloß, die habe ich jetzt sogar perfekt schon den Hinterkopf. Tatsache, da fehlt jetzt quasi nur nochmal eine Reihe. Und dann ist nämlich auch der Hinterkopf fertig, weil jetzt ist er nicht rund genug. Das bedeutet, wir bauen noch eine Reihe komplett hinten am Kopf. Aber vorne rum sieht das schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Habe ich jetzt überhaupt noch... Ich habe nur noch ein brennendes Fass hier, richtig? Ich glaube, ich habe nur noch eins. So, lass mich mal hier nach oben gehen, damit ihr das seht, was wir da jetzt eigentlich gebaut haben. Nach oben. Und es hält, es hält. Das ist das Schönste an dem ganzen Ding. So, da ist er. Wunderschön. Ja, es muss halt jetzt noch alles trocknen. Da müssen noch ein paar Zähne rein. Und dann hätten wir hier nämlich den Anfang der Midgard-Schlange. Die, also ich will hier ja einen Fluss haben. Deswegen haben wir hier auch diese Brücken gebaut. Ich habe mir halt vorgestellt, wir bauen eine Midgard-Schlange, die in dem Fluss um Yggdrasil rundherum ihre Kreise dreht und auf Ragnarok wartet. Oder Ragnarök. Ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Genau, sehr, sehr cool. Komm, wir gucken mal, ob wir... Ich hätte gerne noch die Äugelein. Das können wir jetzt wegnehmen. Das war die Markierung für meine Brücken. Das war, glaube ich, hier drüben auch. Und dann kann die sich hier durch diesen See, durch diesen... Okay, hier sind gar keine. Durch diesen Ding halt durch schwimmen und schlängeln und ihr wisst schon. Dann hätten wir nämlich wieder ein weiteres, wie heißt es? Ein weiteres Element aus dieser Mythologie hier in Asgard vereint. Und das ist das, was ich eigentlich gerne möchte. Hui. Ah, das sieht schon cool aus. Jetzt auch mit der Farbe und so. Ach, ich find's toll. Mir gefällt sie. Ich baue hier meine Basis rein. Was wollte ich jetzt eigentlich? Was wollte ich? Ach ja, brennende Fässer. Und jetzt sag nicht, oh, wir haben nur noch eins. Nein. Jetzt, ich kann doch nicht. Jetzt muss ich echt nach Hause. Tu ganz schnell und ein Fass holen. Oh, wieso steche ich denn immer so viele her? Aber das wäre jetzt halt noch schön, ne? Das wäre jetzt noch schön. Das wäre so diese i-Tüpfelchen für unsere Midgard-Schlange. Mm, ganz, ganz schnell fahren. Ganz schnell düselen. So, mach das Tor auf. Ich brauche ein brennendes Fahr. Ja, 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 ja. Na, was machst du denn? Böse Brücke. Böse, böse, böse. So, gib mir. Ich habe gar keine mehr.
Was? Warum habe ich keine mehr? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich glaube, ich brauche das und ich brauche brennendes Fass. Brennendes Fass und ein bisschen Holz. Haben wir doch kein Problem. So, stell her, brennendes Fass, mache ich mal einfach alles. So, weil ich brauche ja doch immer und immer wieder eins, ne? So, während es arbeitet, könnte... Oh, Sand, sehr gut. Noch mehr Sand kann ich mal hier gucken. Da können wir nämlich wieder ganz viel Zement herstellen. Ich hatte nämlich keinen Sand mehr. Steine habe ich genug gefarmt, aber Sand finde ich in der Wüste einfach nicht. Grausam, das ist absolut grausam. So, hier rein. Gib mir Steine. Ah ne, warte, ich darf ja nicht alles. Ah. So. Jetzt. Einmal 6000 hier reinstopfen. So, weil das ist halt, ne, was das Material frisst, das ist unglaublich. So, nochmal 6 Stück. Für die da. So, und ich sollte dann auch wieder einschmelzen. Jetzt sehe ich wieder, ne, dann jetzt geht wieder der Zement aus. Übel, übel. Aber es muss immer weiter produzieren, sonst stehen wir irgendwann ohne Beton da. Und, nee, warte, die halben Dinge will ich nicht. Irgendwann stehen wir ohne Beton da und dann haben wir nichts mehr. So, einer geht noch. Oh, es wird doch wieder Nacht. Ich will da nur schnell noch die Augen fertig kriegen. Beton, was? Wieso? Achso, nicht genug Sand. Können wir abhelfen? Da können wir abhelfen. Wir kriegen... Jawoll. Sehr gut. Zack. Nee, das sind alle 6000. Nee, jetzt ist erstmal wieder Sand dafür. Ne, nicht viel, aber wir haben jetzt erstmal wieder. Das können wir auch wegschmeißen. Perfekt. Habe ich mir den ganzen Beton... Ach nee, ich habe gerade Beton aufgeräumt. Ne? So, 4 Fässer sind fertig. Dann würde ich sagen, wenn wir eh gerade drüber gehen, nehmen wir wieder Beton mit. So, ich müsste eigentlich nochmal einen Zementmixer, Mischer bauen und da eigentlich nochmal Bad Concrete in Auftrag geben. Aber gut, wir fahren jetzt erstmal ganz schnell zurück. So, da baut sie sich auf, die Midgard-Schlange. Ich hoffe, das wird cool. So, gib mir mal, steig ab, gib mir. Und jetzt nochmal ganz, ganz schnell da hochklettern. So, damit das Viech auch seine Augen bekommt. So, mal jetzt nicht dunkel. Wir wollen das doch sehen. Obwohl bei Nacht sieht das bestimmt auch cool aus. Erstmal nach oben. Nach oben. So, noch ein Stückchen. So, perfekt. Ich würde sagen, damit sie nicht schielt, machen wir die nach außen. Einmal und zweimal. Und tada! Jawohl, das ist richtig so. Und warum habe ich jetzt hier vorne die Platten und die halben Blöcke benutzt, damit die Schlange wie so Nasenlöcher bekommt? Das war das, was... Jetzt ist die so riesig, ne? Die so riesig, dass man so von Ding aus gar nicht sieht. Mensch. Das ist dann noch richtig angemalt. Ich glaube, das wird schon wieder ganz, ganz cool. So, reicht das schon? Ja, guck mal, wie es einen anguckt. Ach nee, die Zähne fehlen noch. Bis jetzt ist noch ein bisschen zahnlos, die Gute. Und körperlos. Aber das müssen wir auch noch hinkriegen. Das kriegen wir auch noch hin. Aber ich würde sagen, das machen wir dann nächstes Mal. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.